jetzt herzlich willkommen zu Age of Empires 2 und zwar nichts weniger als die Definitive Edition, die jetzt seit einem Tag draußen ist. Und naja, wir vom SvileR, wir haben schon ziemlich oft Age of Empires 2 gespielt mal und deswegen müssen wir natürlich dieses Spiel jetzt auch mal anzocken. Ja, wir werden heute direkt mit einer wunderbaren Multiplayer-Partie starten und ja, wir sind 4 Leute, die wir uns heute versammelt haben und ich würde sagen, gehen wir mal zu den anderen dazu. Ja, und damit auch schon wieder herzlich willkommen in der Lobby. Genau, wir haben einmal den Sabaton dabei. Moin, moin. Den Mattes. Hallo. Den Zocki. Grüezi. Und mich natürlich, genau. Wir spielen ja auch ein paar neue Völker, zum Beispiel die Bulgaren und die Litauer. Sabaton spielt die Vietnamesen und Mattes die Franken. Und ich würde sagen, wir können direkt losstarten. Mal gucken. Die Kartengröße ist auf 3, ne? Sollte die nicht auf 4 sein? Ja, entspann dich. Ich bin gerade am überlegen, was ich spiele. Dieser Bevölkerung? Ja, 200, 300? Was habt ihr hier? Passt, glaube ich. 400. Gut. Noch Sieg. Wollen wir mit? Reliquien und. Ja. Weltwunder? Weltwunder jetzt nicht, aber Reliquien schon. Oder? Machen wir mit Weltwunder. Mach mit Weltwunder. Entweder was. Alles oder nichts. Ja, dann mach alles. Wird Vertragsdauer, also Friedenszeit? Keine Ahnung. Ich wäre dafür. Wollen wir mal 20 Minuten machen für die Anfänger? Damit wir uns entspannt aufbauen können. Achso, okay, der Rest kriegt ja zu was, Kauder. Ah. Ja, passt doch. Hatte ich gesagt. Die Box, genau. Eine völlig neue Map, auch mir unbekannt. So, Ungarn oder Vietnamesen? Das ist jetzt die Frage. Ich bin die Vietnamesen. Gut, dann so. Alle mal ready und dann geht's los. Ja, man muss sagen, Sabaton ist wahrscheinlich gerade der beste Spieler von uns hier in der Runde, in Age of Empires 2. Dann komme ich irgendwann und Mattes und Zocki sind eher unerfahren in dem Spiel. Ja. Ich habe noch nicht eine Sekunde gespielt. Ich sag ja eher unerfahren. Oh, schönes Layout. Mhm. Achso, es gibt auch neue Tiere, ne? Es gibt auch Ziegen und. Wie sind die anderen Tiere? Ja. Hauptsache, es gibt noch die Wildschweine. Oh ja. Oh, es lädt aber lange. Das liegt an eurem Internet, Herrschaft. Ach, mal das mit seinen 300er Ping. Ah, da war ja was. Die Mucke gefällt mir schon mal. Arabische Musik. Arabisch? Okay. Keine Ahnung. Ich wusste was anderes gerade. Ah, es geht los. Es geht los. Ah ja, die hat gesehen. Das ist echt komisch, dass man nicht nochmal drauf drücken muss. So, schon mal Steuerungsgruppe geben. Oh, wie schön die Häuser hier gebaut werden. Ist ja wunderherrlich. Alle gegen alle, ne? Ja, alle gegen alle. Passt ja. Genau. Ich hab die Lex legen sich noch. Bei mir liegt das gerade ganz schön stark. Ne, bei mir hat's jetzt aufgehört. Wir können es übrigens auch ein bisschen rauszoomen, ne? Die Schafe haben, oder allgemein, Ressourcen haben jetzt über sich in auch nochmal eine Anzeige, wie viel Nahrung oder Holz oder sowas sie noch haben. So, dann machen wir erstmal wieder 6 auf Nahrung. Aber was kommt denn dann? Auf Holz, ne? Was für ein hat Gerd Holzfäller? Der. Mr. Herr Mattes, wollen Sie nicht vorher bei sich gucken, was Sie in der Umgebung haben? Bevor Sie bei mir hier rumschnüffeln. Ah,
Ach ey, ich mach das mit den Klicken immer noch. Und ich erforsche ganz halt aus was den Webstuhl. Ich auch gerade gemacht, alles gut. Weil man also noch die Reihenfolge beim Erforschen auch noch machen. Wenn man noch die anderen hat gewohnt ist, ist es echt. Oh, ist das Wildschwein? Was mit mir? Wo ist das? Hast du schon deine Wildschweine gefunden, Sabaton? Ja. Aha, belasten sich noch nicht. Mein Spieler ach, macht Scheiße. Also jetzt hier zum Beispiel Rehe, ne? So, dann kann man das für ein Vieh ist. Dein Bock. Wie gesagt, das gibt mir natürlich noch eine Schafe, okay. Ah. Was ist das denn hier? Ein Steinbock. Eins der neuen Tiere. Wer ein Streuner gibt schon mal nicht. Hä, wo sind die Wildschweine? Das gibt's doch nicht. Ich find sie nicht. Die haben keine Streuner hier auf der Map. Ja, ja. Oha. Oh Gott, wie war nochmal die Build-Order? Scheiße, ey. Das waren nur erst 6 Dorf. Ich dachte, du bist ein Tryhard in der ersten Runde. Ja, ich kann ja trotzdem eine Build-Order machen. Oder wie baust du dich am Anfang auf? Ja, jetzt wohl keine. Aber das wird eh nicht gut, weil ich meine Build-Order immer noch nicht finde. Wo sind die denn? Hä? Ich hab was machst du? Ich finde meine Wildschweine einfach nicht. Oh, ich habe vor, jetzt die beiden Häuser zu bauen. Ach, da ist das Wildschwein, ey. Hast du mich gefunden? Ja, ich habe dich gefunden. Oh, schön, das Wildschwein hier anlocken. Jetzt schon. Los. Was okay, die gehen hier schon mal. Ja, da war aber nur ein Wildschwein gefunden hier bei mir. Dito. Gibt's vielleicht doch wirklich nur eins? Gibt's vielleicht wirklich nur eins? Kommt doch vielleicht der Map vielleicht, ja. Alter. Bin das doch gewohnt. Ein bisschen Nahrungsknappheit hier habe ich hier. Also die fehlende Nahrung durch Wildschwein und. Ja, das fehlende Wildschwein und die Bären, muss man das irgendwie kompensieren. Ja, ich habe jetzt ein paar Fische gefunden, die werde ich jetzt abfarmen. Die sind ja eigentlich auch eine ziemlich gute Nahrungsressource. Was für hast du Fische? Ach, da liegt die ganze Zeit. Ja, Richtung Mitte ist da so ein kleiner Teich bei mir. Da sind das ein paar sind immer viele Fische. Genau, und ihr vier geht dann. Ja, ne, ihr geht dann fischen und ihr jagt auch noch. So, jetzt haben wir 19. Jetzt machen wir nochmal 3 auf Holz. Und dann nochmal 3 auf Gold. Ich gehe mal auf 25 Pop. Das ist mal so meine Bildorder. Nachmacher. Ja, ich habe komische Rücke an meine Dorfbewohner.
Mhm. Ja, okay, mein Speer sollte jetzt mal ein bisschen. Oh ja, es wird keine gute Zeit von mir. Vito. Voll verkackt. Geisse Gieße. So, was ist ein Goldgräberlager? Eh. Was ist ein Militärgebäude? Eh. Oh, noch ein Dorfbewohner. Ah, die Vordalzeit kann ich ja auch einfach dahinter packen. Ist ja geil. Ja. Was macht's denn? Alles, ey. Das ist natürlich nice. Was macht eine Reliquie? Gold schaffen, erschaffen. Was meinst du mit der Kirche? Die Reliquie meint er. Ja, die kannst du in dein Kloster packen, dann kriegst du da Gold und anscheinend bringt das jetzt sogar ein paar Völkern Buffs. Also die Reliquien. Ja. Also die kann ich nicht. Die stehen einfach so rum, kann ich die mitnehmen? Mit einem Mönchen, den du erst in einem Kloster bauen musst. In der Ritterzeit kannst du ein Kloster bauen. Da brauchst du 100 Gold ausgeben für einen Mönch und der kann dann die Reliquie aufsammeln und die muss er dann wieder zurück zum Kloster bringen. Dass das so einen goldenen Schimmer hat, wenn das irgendwas taggt, das Dorfzentrum. Ist interessant. So, hier sind 7 Holzfäller, 10 auf Nahrung, 3 auf Gold. Ja, die Wirtschaft passt doch jetzt für den Anfang. Übrigens, bei der Mühle kannst du. Hast du immer das Feld neu einsehen, dann rechts daneben hast du es automatisch machen. Ja, also Endlosschleife sozusagen. Genau, da, sobald du Holz hast, machen die das automatisch. Du brauchst eine Extra die ganze Zeit durchspammen. Ach, so viele Komfortfunktionen, ich bin ja ganz begeistert. Geil, ne? Ah ja, ich kann ja schon Dorfbewohner jetzt einen Auftrag geben. Ist ja geil, ey. Sveiki, stegius. Ah, okay. Ey, Mr. Deepen. Ich krieg so aus harter Small, dass ich jetzt schon komme. Sag das nicht. Doch. Alles gut, ich bin ganz entspannt. Hoffe ich. Ich bin entspannt. Also, schöne große Armee aufbauen und so. Würde ich Twitch spielen, wäre schon lange in der Armee unterwegs. Das glaube ich sogar. Ich bin da sogar hinter den Punkten mit Zocki, Punkten hinter Zocki, ey. Wahnsinn. Geht das? Die Map ist aber echt groß für eine Vierspieler-Map, oder? Geht eigentlich, ich hab schon ja fast die halbe Map mehr erkundet. Ich hab's nicht mal eins von euch entdeckt. Wie kann ich denn einquartieren? Also durch meinen Völkerboni weiß ich ja, wo ihr seid. Ja, wie quartiere ich Einheiten ein? T. Okay. Wenn man, so, ja, das ist jetzt durch in unseren Zug. Wenn man abgehen kann, dann blinkt das Zeichen hoch. Wie quartiere ich wieder aus? G. Okay. G. Ja. Wenn man so richtig ihr fischt hier weiter schön, ja. Genau, ihr könnt mir aber jetzt auf jeden Fall hier ein paar Häuser bauen. Die werde ich auf jeden Fall gebrauchen können. Du kannst jetzt auch Tore manuell drehen. Ja, mit dem Mausrad. Oder wie mache ich das? Steuerung und Mausrad drehen. Ah, cool. Sexy. Steuerung drücken und Mausrad drehen, dann kannst du die Tore drehen. Zocki. Ja. Wir sind ja die beiden Anfänger und Nachbarn. Wir sind doch. Ja, die ja, jetzt verbünden sich hier die Lappen. Also, wir müssen uns ja jetzt nicht direkt angreifen. Bist du mein Nachbar? Wie geht das? Ja, ich bin links, von dir aus rechts neben dir. Was? Dann weiß ich mal, wo mein erster Angriff ist. Ach, ich bitte nicht, ey. Sehr schön. Solche Heuchler. Oh, jetzt bin ich schon die ganzen Upgrades raushauen. Das ist cool.
cool mit der Dauerschleife, mit den Schleifen jetzt. Zwicke? Ja, stimmt. Sehr angenehm. Ja. Ja, sicher, Ritterzeit. Das ist eine schlechte klar. Ritterzeit für mich, aber. Ja, für mich auch. Also, wir können jetzt schon Ritterzeit sein. Wie geht das? Lerne die Kunst des Kampfes. Ist halt Übung, 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 ne? Mhm. Und das war halt echt jetzt schon schlecht von uns beiden. Ja, so viel war so richtig schlecht. Ah, oh, richtig, Alter, also, das war also guter Jürgen. So, ein paar Dorfbewohner pumpen. Arbeitslose. Okay, Der Steinbruch sieht ja interessant aus. Mart hat sich auf die Schafe an, an deinem Dorfzentrum gefunden. Also nicht im Dorfzentrum, schickst du mal zu deinem Dorfzentrum, ne? Ich glaube, du könntest sie gebrauchen. Ja, ja. Deswegen, ich habe mich gewundert, warum gleich das Spiel beginnt, ich dein Speer bei meinem Dorfzentrum hatte. Ja. Es gibt so viele Gründe. Und ich kann dir keinen davon erzählen. Keinen davon erzählen. Zu nah dran. Es war auch ungeschafft freigeschaltet. Nicht genügend Holz? Was war das denn? Oh, ich muss da gar keine Schwertkämpferentwicklung. Die wird ja automatisch gemacht bei mir. Cool. Oh, jetzt sollten wir langsam die Technologien machen. Hat Vorteile. Ich hab viel zu viel. Technologien und Vorteile? Ja, ich weiß auch nicht. Hat mir irgendwer. Das hat mir irgendwer erzählt. Aber so wirklich glaube ich auch nicht dran. Zu geflüstert. Zocki? Ja? Ich werde dich jetzt zeigen, was der wahre Glaube ist. Alter, wirklich. Wow. Oh, ich habe keine Häuser mehr. Uiuiui. Recht. Das ist aber schade. Ja, sehr schade. Wo sollen denn alle Menschen leben? What? Ach, Saber. Ne, Zocki war das. Hm? Ja, Zocki hat einfach hier meinen Mensch getötet. Oha. Recht. Ja, brutal hier, ey, wirklich. Einfach erdrosselt. Wie sie es gehört. Wäre ich hier schon angegriffen? Erst
Hey, Mr. Titum. Klausa. Sveiki. Aš pasiruošęs. Sveiki, statytum. Kai aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Eimi, statytum. Klausau. Eimi, statytum. Aš pasiruošęs. Eimi, statytum. O, ja, aš jau pasiruošęs. Klausau. Sveiki. Klausau. Wait a second, was bist du für ein Volk? Ich? Nee, Zocki. Amy? Wieso? Greift er dich schon an, oder was? Nee, er greift dich doch nicht ernsthaft an, oder? Vielleicht. Vielleicht. Oh, hier ist ja Sumpflandschaft, was ist das denn? Das ist ekelhaft. Ja, ich kann Felder platzieren. Oh, da kommt die Schwertkämpferarmee. Zocki, ein Angebot besteht. Also, ich würde es nicht schlecht finden. Was war nochmal nächstes Dorfzentrum? Schreibt. Top! Nee, was war nächstes Dorfzentrum? Ich habe eine Marktkarn? Oh, der habe ich aus Versehen gebaut. Scheiße. Ich hasse dich, Zocken. Ach, wie schön das Haus einfällt. Viel zu viel Holz, ey. Was war aber viel zu viel Holz? Ich hab zu viel Holz. Was macht man dabei? Ja, Felder bauen, ist ja klar. Ah. Nee, gerade dabei. Ich wollte gerade auf dem Markt dann spielen, aber. Okay. Nee, ich finde Felder bauen besser. Okay, was für Technologien hat denn. Was ist eine Technologie bauen?
Weißt du, wo ich den Technologiebau sehen kann, Sabaton? Ja, oben rechts, da hast du ein Symbol von deinem Volk. So ein rot-gelbes irgendwas. Ziele. Soll mal so ein Banner sein. Ach, das. Okay. Okay. Ja. Also, was kann ich denn alles in der Spiel entwickeln? Ah, okay. Ah, okay. Das ist sehr interessant. Oh, sieht die geil aus. Welche irgendwo angegriffen? Ach, meine Türme wahrscheinlich, ne? Oder mein Handelskarren. Oh, da hat schon jemand eine Burg gebaut. Okay, das sollte vielleicht auch mal machen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber ich muss mich erst an die Grafik des Spiels gewöhnen. Irgendwie finde ich da die unübersichtlich aktuell noch. Einfach weil ich das andere mehr gewöhnt bin. Aber ich glaube, langfristig ist die auf jeden Fall tausendmal besser. Ich würde es gerade angenehm. Irgendwie kann man an vielen Stellen gar nicht mehr bauen. Irgendwie nervt das. Wir müssen mehr Häuser bauen. Aber wenn ich den ganzen Tag angegriffen, schlägt das nicht. Ein Dorf wurde damit geholt, wenigstens etwas. Nicht. Oh, doch, hast du es sogar. Okay. Sollte man langsam mal eine Uni bauen? Hat Vorteile. Aha. Ja, ich weiß, es ist verrückt, ne? Ja, Mann, voll verrückt. Das geht alles so leicht von der Hand hier, das ist schon komisch, wie leicht das alles geht mit den ganzen Warteschlangen und so, ey. Man kann ja so gut planen. Aber nur geil. Ja, schon ziemlich geil. Oh, da hat jemand schon die Preise kaputt gemacht. Sveiki. Ei, Mr. Tito.
Ist da gerade echt eine Burg vor meiner Nase? Macht denn sowas Offizielles? User joined your channel. Hallo. Na, juhu. Hm? Hast du auch schon die Definitive Edition? Nee, hab erst heute gehört, dass die da ist. Ah, hab ich doch eigentlich, oder? Ist das nicht die, die hat man noch? Also die. Da gibt's ja wieder. Raus, also unwahrscheinlich. Ach, da gibt's wieder eine neue. Oh. Ach nee, das ist, war ja was anderes. Das ist ein ganz anderes Spiel. Nö, nur das ist einfach nur das auf 4K, oder? Und die spielt ihr wieder, oder? Genau. Ich weiß nicht. Ach, zocke ich sogar schon im vierten Zeitalter. Oh, da kommt Sabaton von unten. Ah! Wird da irgendwas verändert? Scheiße. Oder nur Grafik ist gerade. Nee, sonst war gar nichts. Nee, da gibt's schon vieles mehr, aber ich hab nicht alles im Kopf. Sabaton war ja, das ist alles besser. 19 Euro sind mir gerade noch so viel. Warte noch auf ein Sale, wenn das überhaupt ein Sale ist. Ja, du wirst es eigentlich im Code bekommen haben. Für 5% hast du statt 20 15 Euro nutzen. Ach, du meinst, wenn ich das andere Spiel habe? Also das? Genau. Okay. Okay. Muss ich mal gucken. Also sieht grafisch schon hübsch aus. Also für Age of Empires Verhältnisse. So. User left your channel. Oh, ich hab den Angriff abgewehrt. Was hast du in der Ne, Sabaton hat mich auch angegriffen. Ah, ich kann sogar erst dich abwehren und dann sogar noch Sabaton. So, na fette Armee, also bitte, ne? Och Scheiße, da unten. Sabaton, ey, du Sau. Ich hab voll meine Wirtschaft erwischt. Ich hab's nicht gemerkt. What? Du hast meine Armee besiegt? Ist ja lächerlich. Ach, du hast ja die Elite-Plänkler. Ach, scheiße. Ganz vergessen. Ja.
Ich habe jetzt noch nie das Geschoss von einem Drehbuch gesehen, ich meine, bevor man aussieht. Oh, wie die 6 hier aus. Okay, scheiße, jetzt ist das nicht Explosionsgebäude. Ah, Savatro besiegt mich ja jetzt schon. Ah, war zu erwarten, ich hab die imperialen Plague Player. Ach, das sind die ekelhaftesten Einheiten mit, ey, die ich kenne. Alter, wie cool. Ich dachte eigentlich, ich könnte mit meinen Plänklern punkten, aber hätte die besseren Plänkler. Ja, meine haben halt ein paar Decks, die den helfen, ne? Oh, Chevaliere und... Feuernschlagkämpfer. Alter, jetzt kann ich meine Wirtschaft runterbotten. Wie ekelhaft. Alter, Sabaton, geht er weg! Alter! Oh, ist das nervig. Ich hab dir doch geholfen, alles gut, ein bisschen. Alter, schlag die kleine Kaff. Ach, ich... Das ist ja T. Ach, Kacke. Ich drücke das Q, ey. Oh, meine Burg ist ja auch Schrott. Alter, ey, ich spiel nix mit. Oh, das war ich, das tut mir leid. Oh, ich weiß nicht, was ich gegen die Plänkler machen soll. Kavallerie? Ja, die ist viel zu teuer. Eine leichte Kavallerie? Ja, Speerträger. Oder wie gut das ist halt noch leichte? Gegen die Speerträger, Infanterie. Na, ist recht, ich glaube, ich brauche leichte Kraft. Das ist eine gute Idee gewesen. Warte, das verfitzt du jetzt nicht von mir. Habe dir nichts getan. Ich wollte nur kurz meine Männer zeigen. Was wie viele das sind. Ja, besser als gar keine. Ah. Genau 4 Stück. Alter. Ich muss gar nicht wissen, was bei euch da hinten abgeht. Ich kusch dich allein mit meinen 4 Männern hier. Ich bin besser klargekommen, als ich gedacht hätte. Ich nicht, gegen Sabaton habe ich keine Chance. Der ist einfach zu gut für mich. Ne, das ist voll. Ja, er kontert halt mit seinem Plänkler alles, was ich habe. Wird auf Speerträger und Plänkler gehen. Was macht er? Er macht Speerträger und Plänkler, hat aber einfach die besseren Plänkler. Scheiße.
Oh! Ist jetzt erst gerade was, wenn du Triebwerke den Angriffsbefehl gibst und das Ziel ist außerhalb der Reichweite, bauen die automatisch ab, gehen noch vorne und greifen dann das Ziel an automatisch. Oh! Das ist krass. Das ist ja wirklich hier ein Spiel für Faule geworden. Also perfekt für mich. Der Plänklerkampf hier, ey. Ob das wert ist. Ich wollte gerade fragen, ob das wert ist. Ich glaube nicht. Ja, ich hab eh schon verloren. Du hattest einfach den besseren Konter gegen mich und ich hatte nachher kein Gold mehr, um meine. Ich glaube, ja, selbst nicht. Hab keinen Konter gegen diese Taktik. Vielleicht Katapulte? Warum? Ja, ich hätte wahrscheinlich eher Katapulte bauen müssen. Das ist gemein, Fokken. Falsch. Ja, Katapulte werden oder Schwertkämpfer, aber ich habe halt keine guten Schwertkämpfer mit meinem Volk. Das ist das Blöde. Was ist das denn? Was ist das denn? Auch neu. Kripus. Ach, das ist eine. Ach, da kann ich mal eine Spezialeinheit bauen, okay. Töre. Ein Imperium zerfällt. Mit ihm deine Reliquie. Nee. Da hab ich gar nichts gegen gehabt, ey. Der 20 Gold kostet bei mir die Decke, aber wie geil ist das denn? Naja, was natürlich auch mal gegen solche Taktiken hilft, so Late Game Schreck gefolgt, ist einfach ein ordentlicher Wash am Anfang. Ich glaube, der Fehler war einfach, dass ich zu spät angegriffen habe. Oder überhaupt nicht angegriffen habe. Hätten wir alle Kriegs aber so fokussen sollen. Ja, ich muss auch aufgeben. Ich hab nichts mehr. Ja, ich muss die Karte angucken. Oh, was hat Sabaton denn sich hier aufgebaut? Okay, Felder hat er jetzt gar nicht so viele. Errungenschaft erhalten, alles Gute, kommt von oben. Drüber ist abgefüllt. Also, ich hab die größte Base. Herzlichen Glückwunsch. Mathis. Hä, Wahnsinn, so viele Felder hast du ja gar nicht gehabt. Dabei hast du. Das ist alles im Moorland? Ich kann irgendwo nirgendwo was bauen. Ja, das Moorland war echt nervig, es hat mich auch genervt. Hat sie eingeschränkt. Ja, was hat Zocki denn hier? Ja, Zocki ist eigentlich auch gut dabei, den habe ich unterschätzt. Ja, der hat auch erstmal eine Burg nämlich geklatscht, das war nervig, ey. Da muss ich die erst einreißen, da kommt Sabaton mit seinen Elefanten von hinten. Von hinten? Nervig. Was? Als ob man das so groß bauen muss in diesem Game. Was? Ich habe alles so klein und kompakt. Hä? Und hässlich. Und zu wenig gespielt, ey. Ey.
Hey. Ich hätte jetzt sogar am Ende echt noch viel Holz und viel Nahrung, aber weiter blinkt das Spam ist. Ah, Vietnamesen sind echt stark, ey. Ich finde, da brauchst du einfach eine starke Infanterie doch, dagegen. Die kann die ganz gut kontern, aber. Auf den Sack gehen kann ich, ne? Das bin ich gut. Ja, das. Susanne West hat er gerade gemacht. Und dass ich das nicht gesehen habe bei den einen Dorfzündungen, dass du da mit 5 Bogenschützen meine ganzen Dorfbewohner getötet hast. Das war auch nervig. Boah! Puh! Ja, ich muss mehr üben. Ja. Alles gut, bist ja noch ganz am Anfang. Was? Ich muss auch deutlich mehr üben. Ja, bei mir war es auch jetzt noch kein Glanzleistung. Also. Aber von Sabaton halt auch noch nicht, ne? Also ganz ehrlich, der hätte auch noch früher einmarschieren können, wenn er jetzt richtig gefeuert hätte. Gegen Sabaton darf ich nicht spielen, der ist viel zu gut für. Ja, das stimmt. Ist relativ unbalanced. Da kannst du 1 gegen 8 spielen, der würde gewinnen. Naja, das Ding ist, er hat halt seine 3-4 Völker, die halt auch super strong sind einfach. Und die kann er halt auch richtig gut, ne? Und wenn er dann einmal mit denen in Late Game ist, dann kannst du selbst eine gute Truppenkombination haben oder eine gute Wirtschaft. Der hat dann einfach die bessere Truppenkombination. Ah. Pops Maul! Also ein bisschen Armee hast du ja auch zocken, ne? Ja, aber das wird nicht aber reichen gegen Sabaton. Ja, ich glaub's auch nicht. Deswegen selbst die Plänkler machen halt schon fast in den Kopf fertig, ne? Obwohl. Den Futter, den er hat, da passt du Futter hin, ne? Also, okay, außer die Blinkler. Der hat wirklich sehr viele Chevaliere. Kann ich meine Einheit nennen? War es das schon? Das war jetzt seine Hauptarmee, aber der produziert. Master Stadt halt, Klasse bei mir, ne? Aber der produziert halt die in 2 Minuten wieder nach. Wo rennen denn die Leute hin? Ich krieg da gar nicht hin. What the hell? Also von der Wirtschaft her würde ich sagen. Nee, da ist der Baton schon im Vorteil. Wirklich. Also wohl Felder-Tech. Oh, der hat nochmal eine Mühle da unten nach. Ah, der, nee, der hat nochmal nachgebaut. Dann hat er doch wirtschaftlich. Oh, ich kann nur Dallen bauen, wenn fucking Moor ist. Das ist bei mir immer schwierig. Alter, du kennst das? Du kennst das gar nicht, was Moor ist und was, ne? Mhm. Oh, jetzt kommt hier nochmal zur großen Schlacht. Ja, letzter Angriff. Ich will eh keine Chance gegen ihn. Oh, die Armritter, ey. Alle verreckt. Ich habe jetzt auch ein paar Elite-Radarschützen mit dabei gemischt. Eine Mischung aus Arbalesten und ein Bänkler. Elite-Bänkler. Na, ich hätte Katapulte bauen müssen gegen die Horden. Das wäre. Das hätte ich, glaube ich, mit meinem Volk sogar noch irgendwie auf jeden Fall länger verteidigen können. Ja. Jo. Kannst du auch mal abpumpen? Oh, jetzt hast du die Glocke gedrückt. Ja, mein Gott. Komm, ich will's nicht in die Länge ziehen. Oh, dann GG an Sabaton. Wie Prognose schon vorausgesagt hat, bester Spieler. GG. Aber Zocki habe ich unterschätzt. Also Zocki war eher so mein Niveau. War das 30 für die Zerpunkte? Lass mich. Wirtschaft. Oha. Punkte zu. Das war krass. 16 Dorfbewohner hast du gehabt, oha. 16? Ich hatte so, meine Top-Zahl war 21. Gefallene Einheit mit 452, ey, Jesus.
Hat den meisten gefallen, natürlich mal wieder. Getötete. Ey, das sieht man einfach, wie krass wenig Einheiten Sabaton verloren hat. Mit so einem. Er hat solche Spam-Einheiten gebaut, ne? Ich hab die ganze Zeit eine positive nur KD gehabt, ey. Lederklänkler. Jetzt zum Schluss gegen Zocki hab ich noch ein paar Lederradar-Schützen mit dazu. Da sieht man einfach, wie stark diese Einheit ist, ey. Das ist Wahnsinn. Du kannst sie halt nur mit Goldeinheiten kontern, ne? Und irgendwann hast du einfach kein Gold mehr. Ja, Zocki konnte quasi die erste Schlacht gewinnen, weil er so viele Goldeinheiten mit dabei hatte. Aber es konnte da nie unterhalten. Außerdem hatte er weiter das größere Heer, was schlussfolgern lässt, dass ich weiter so mehr Bevölkerung hatte. Jawohl. Richtig. Er hatte bessere Wirtschaft, er hatte größeres Militär. Muscheln. Ja, Zocki waren und ich waren so auf einer Ebene eigentlich, so wirtschaftlich auch. Interessant. Wirtschaft, wie viele. Wo stehen nochmal Dorfbewohner? Bei Gesellschaft. Größte, das ist aber die größte Bevölkerung, ja. Also die Dorfbewohner. Da hatte ich sogar die größte, okay. Ja, oh, der Edelmann. Viele. Ja, ich. Größte ist größte, ne?